Hallo Judo, was geht? Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hi. Okay, der Rest will nichts sagen. Ist okay. Hi. Normalerweise machst du noch eine längere Begrüßung. Ja, ich dachte mal so, ich überlasse das mal einfach so ganz spontan euch. Okay. Und vielen Dank an alle Kanalmitglieder und auch die ohne Glieder. Vielen Dank für die Kommentare, für die Likes. Vielen Dank für die Watchtime. Vielen Dank an alle, die uns so tatkräftig unterstützen. So, ihr macht uns glücklich. Das stimmt sogar wirklich. Also, ihr macht mich auf jeden Fall glücklich. Oh, das sieht schön aus. Der Plan für jetzt. Bären sammeln. Bärchen sammeln, genau. Den letzten Tag vom Sommer genießen. Ja. Ich gehe dann mal wieder in eine Stadt was verkaufen, vielleicht neue Leute anwerben. Ja, wir haben ja 82 Dinger gehabt. Ja, gucken, wie viel es bringt. Oh. Wer noch Geld hat, kann es mir geben. Muss es nicht. Ja, ich habe noch 200. Geh an deine Kiste. An deine oder meine? Oder an meine. Warte kurz, warte kurz, warte kurz, warte kurz. Bleib mal bei deiner Kiste. Wenn du jetzt... Da. Viel Spaß. Perfekt. So, jetzt hole ich mir tödliche Beeren noch. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Ich werde Haferbier, Kirschwein und Co. Met verkaufen, was ich halt gefunden hatte. Ja. Macht Sinn. Am Anfang. Okay. Wer von... Das war Dark Fox House, okay. Was? Nee? Ich habe gerade kurz in dein Haus geguckt, du hast ein Würfelset. Ja. Für meinen zukünftigen Ehemann. 110 Münzen, geil. Yay. Und vielleicht kann ich da ein paar, Pferd nützlich. Ich hätte jetzt eher auf Rucksäcke gesetzt. Ja, das macht auch Sinn. Ich habe an Pferd gedacht, aus dem Grund, weil dann der Weg zum Dorf leichter wäre. Das ist jetzt... Wir müssen uns halt auch um das Pferd kümmern, Nahrung ranschaffen, also Tierfutter und. Never mind, kein Pferd. Deswegen, also ich hätte... Gerne erstmal. Ja. Wir machen einfach dich zu unserem Lastenesel. Ja. Das habe ich nicht unterschrieben. Hast du überhaupt was unterschrieben? Ja. Wie gesagt, seine Seele gehört schon mir. Nächste. Alter, wie viel Salat hier ist. Alles sammeln, alles noch in der Jahreszeit sammeln, was geht. Ja, wenn du willst. Ich habe extra einen Survival-Skill genommen, dass ich mit meinem Überlebensinstinkt aufspüren kann. Ah, der Altmuskel. Ja. Der Altmuskel. Ja. Oh, kleine Füchse. Wie viel Fleisch gibt ihr? Nein, Max. Ja, ist ja gut. Nein. Ich mach das schon nicht. Ach, stimmt. Ja, wir müssen mal einen Tag mal vielleicht für Missionen nutzen. Oh, ich hab vergessen. Haben wir eigentlich schon eine Hütte für unsere Hexe? Ja. Ja. Wo denn? Neben der Jagdhütte. Okay. Hinter dem Brunnen. Ich habe nämlich auch ganz, ganz viel Kräuterzeug. Das freut mich. So. Das macht mich. Du bist eine gute Farmerin. Happy, happy, Jäger, happy. Farmer, nein. Fischer. Wie viele Bären habe ich? Ich habe 200 Bären.
How are you? Just a little bit of courage and you'll find. Und sehr viel Salat. Goodbye. How can I help? Alter, wie viel Salat hier rumliegt. Oh Mann, ey. Immer diese Leute. Ich werde unsere Hexe vergiften. Ich habe ihr Tollkirschen gegeben. Ach, davon habe ich auch genug. Take care. Gut, ich suche mir mal nebenbei mal eine Frau. Good luck. How is life treating you? Have a good day. Weil, kann ich ja auch benutzen. Kann ich ja auch benutzen. Ich frage mich tatsächlich, wie es ist. Kann man dann wirklich Kinder machen? Ja. Ja. Auch im Multiplayer? Ich denke. Das ist ein wichtiger Bestandteil des Spiels. Warum sollte es im Multiplayer nicht geben? Weil dann wäre meine Frage, wie funktioniert das bei mir? Werde ich dann schwanger? Theoretisch. Ja, wahrscheinlich, oder? Ja. Scheiße! It was nice seeing you. Nein, das spare ich mir. Nein. Das darf ich nicht bringen. I saw stranger things. Hey, hier ist ein Holzspeer. Oh, cool. 60%. So. Könnte meiner gewesen sein, wahrscheinlich. Vermutlich. Würde mich nicht wundern. Ich wusste mal, wo dieser Ring war. Der war bei dir im Inventar? Nee, es ist eine Mission hier. So. The Ring Dingle Ding. Ein Ring, dich zu knechten. So heißt die Mission. Ich? Ja. Ja. Immer diese Herr der Ringe-Anspielungen. Ja. Ganz schlimm, oder? Da ist er. Oh. Dieser wunderschöne Altskin. Skin. Altskin. Der Altskin. Der verbraucht Ausdauer, ne? Ja, aber damit findest du Sachen. Ich weiß. Du strengst dich an. Ja, auf einmal wird alles so dunkel. Und Sachen werden hervorgehoben. Das ist die Brille von damals. Haben Sie die geht aber nur für eine kurze Zeit. YouTube, das hat niemand gesehen, ja? Okay, danke. Hast du gerade beim Trinken verkackt? Nee, ich bin vielleicht über ein Kind drüber gelaufen. Okay. Die Mission hieß bei mir übrigens anders. Okay. Bei mir hieß er ein Ring, dich zu knechten. Ja. Telling me that thanks to it, my clothes will be as new. Ein Ring, sie alle zu verlieren. Was? Ja. So hieß die Mission bei mir. Okay, ich kann den Ring verkaufen. Geil. Du musst aber gucken, was der Ring macht, ne? Kann nämlich sein, dass das der Ring ist, um. Besonderer Gegenstand, ein wertvoller Ring. Mehr nicht? Ja. Das, zu heiraten kannst du so. Ab einer gewissen dafür Zuneigungslevel kannst du heiraten. Ja, und so. Diese Ringe sind da für Zuneigung. Ja. Ich wollte gerade das einer Frau geben. Nein, ging nicht. Okay. War nicht als Auswahlmöglichkeit. Hello there. Okay. Want to see my wear? Zuneigungslevel. Ist ja fast wie in Real Life. Hier wird nichts zugeneigt. Ah, shit, jetzt wird nur abgeneigt. Da wird, da wird hingegangen und wird gesagt, Vibe, du bist nun mein. So. Was hast du gemacht, Max? Ich hab eventuell was vergessen mitzunehmen. Was hast du vergessen? Die Körbe? Ja. Ernsthaft jetzt? Ja. Das ist doch der Grund, warum du dahin bist. Ja. Oh mein Gott. Max. Nein. What do fish and sheep have in common? They're delicious.
Meint ihr, ja. Gürteltasche und Rucksäcke sind zwei verschiedene Slots? Ich denke. Ich glaube nicht. Doch, sind sie. Sind zwei verschiedene. Ich könnte jetzt einen großen Rucksack kaufen, der kostet nämlich 1110. Und einen einfachen Rucksack mitnehmen. Der von Gucci oder Prada oder? Also ich habe eine kleine Tasche, die man, so eine Gürteltasche. Ich könnte jetzt drei einfache Rucksäcke mitnehmen. Ja, dann mach das mal. Gut. Große Gürteltasche, Gürteltasche. Have a nice day. So. Hi, Sonova, hi. Hier, ich hab was für dich. Liegt am Boden. Dankeschön. Hast du die Körbe mitgebracht? Leider nein, da war ich schon unterwegs zu dir, als du Hello. Das gesagt hattest. Whatever you need. Ah, okay. I've got it. Ja gut, dann so long. Ab zurück. Oh, schönen Rucksack hast du. Gell? Oh, Hühner. Warte. Zieglein 75. Ziegenbock 375. Okay. Oh, it's you again. Ich würde an deiner Stelle erstmal keine Viecher holen. Hatte ich auch nicht vor. Keine Sorge. Ich mach mal ein bisschen Fleisch, ne? How is life treating you? Ja. Want to see my wares? Ich überlege gerade, ob ich das ganze Fleisch einfach machen soll. Jetzt halt die Frage. Meine Frage ist, soll ich Roggen Nein. mitbringen? Also Roggenkorn? Also zum Anpflanzen? Achso. Malzkorn? Definitiv. Ich weiß nicht, ob Korn, das würde ich jetzt nicht machen. Vielleicht Salat? Nee, Salat mach. Nee, warte mal. Karotten haben wir, das wäre gut für Tiere später. Weizen könnten wir im Herbst einpflanzen. Ja, aber wir können mit den Weizen noch nichts machen, oder? Doch. Was können wir denn damit machen? Damit Suppe und so, ja. Suppe? Ja, ist. Ja. Und okay. Generell Weizen können wir nutzen. Ja. Also, mir ist am Ende egal. Also, wir haben auf jeden Fall Platz und wir sollten es nutzen. So. Ja, dann werde ich mal... Wie viel kann ich denn kaufen? Ich würde aber verschiedene Sachen holen. So, 20 Weizen kaufe ich mal. Oh Gott. Zwiebeln. So viel Platz haben wir auch. 10. Ja. I mean, wenn wir die Küche haben, da können wir ja dann mehr Sachen machen allgemein. Ne? Dann kaufe ich auch noch Dung. Das Ganze, damit wir Dünger haben. Ja. Wobei davon haben wir, glaube ich, sogar noch 22 oder so. Ja, lieber mehr haben als zu wenig. Ja. Lieber haben als brauchen. Ja. Gut. Damit bin ich auch schon wieder pleite. Ich habe nur noch 9,2 Geld. Ja, Körbe, ne? Ja. Ich weiß. Auch ich hab mal was vergessen. Ich hoffe, so Ende vom Sommer haben wir ca. 2.000 bis 3.000 Bären. Was? Ich hab doch gesagt, Bären sammeln. Wir haben, glaube ich, 500. Ja. Ist doch noch Luft nach oben. Ja. Ich sammle auch nebenbei, wenn ich welche sehe. Ja, ich auch. Ja. Ah, Fichte. Ah, hier, Bären. I should take some clothes off. Och, heul nicht rum, Alter, nur weil dir warm ist. So.
Da sind nochmal Bären. Max, du heulst doch auch rum, wenn es warm ist. Ja, das stimmt auch wiederum. So, und jetzt stell dir vor, du musst draußen die ganze Zeit rumackern. Wie diesen Sommer. Um ehrlich gesagt? Dieser Sommer ging eigentlich. Nee, da war Fuchs. Schlimm. Ja, hier sind ganz viele Füchse. The heat is unbearable. Nimm den Bogen in die Hand und sag einmal Hallo. Nein! Nein! Nein, ich habe bis jetzt hier keinen getötet in diesen Folgen. Loco, nur weil du einen buschigen Schwanz hast, heißt das noch lange nicht, dass du ein Fuchs bist, ne? Aber. The heat is unbearable. Seht ihr, Leute, womit ich mich abgeben muss? Dieses. Wie das denn heißen? Bist du gern bei uns? Wenn still ist, ja. Wow. Tu mal nicht so. Aber aus der Ferne kann man langsam so unser Dorf schon sehen. Ja, das sieht tatsächlich sehr nice aus. War sehr überrascht, als ich einmal im Kreis gelaufen bin. Weil ich mich verlaufen hatte. Wow. In unserem Dorf. Das ist nicht mal groß. Es ist groß genug. Es ist überdurchschnittlich. Aha. Es kommt auch nicht auf die Größe an. Auf die Technik. Nur auf die Technik. Ja, lauf du Elch. Ja, ich erkunde unabsichtlich. Aber jetzt hackt doch nicht immer drauf rum. Also wenn jemand drauf rumhacken würde, ne, da würde ich mir sehr Gedanken machen. Es gibt Leute, die mögen's. No King Shame. Ja, so, das haben wir. Ja, ich erkunde nebenbei, indem ich sammel. Ja, ich habe nebenbei noch ein paar Bäume mitgenommen. Fuxi. Ich hätte eigentlich die Körbe mitnehmen können. Keine Sorge, ich bin gleich wieder da und vergesse sie bestimmt wieder. Dann nimm die Körbe einfach direkt mit. Ja. Es ist ein Elch. Davon redet ihr es für die ganze Zeit, aber ich höre euch nicht zu. Das ist ein Elch. Ja, das wissen wir, dass du nicht zuhörst. Das Was? Wissen wir. YouTube, ihr wisst manchmal nicht, wie schwer ich es hab mit denen. Ah, so schlimm ist es jetzt auch nicht. Es ist noch schlimmer. Ja. Haferkorn haben wir ja zum Glück schon. Das musste ich ja nicht kaufen. Was ist das Ding? Hafer. Okay. Kannst du das nochmal wiederholen? Ich hab nicht zugehört. Martha. Martha? Hakuna Matata. Ey, wir können jetzt fischen gehen. Ja! Das haben wir unbedingt gebraucht. Wir können andere Leute zum Fischen schicken. Haben wir eigentlich die Schmiede schon gebaut? Nee, noch nicht. Das war so der nächste Plan. Ich dachte Küche für Essen. Was ja, Küche? Auch noch. Küche. Wir können ja mehrere Sachen machen. Genau. Um die euch kümmert dann. Wir müssen auch noch eine Kirche bauen. Eine Kirche. Oh nee. Nein. Wieso nicht? Nein. Wir machen unsere eigene Religion. Okay. Ohne Kirche. Eigene Religion ohne Kirche. Gute Idee. Hier wollte ich doch, ohne Kirche. Küche hinsetzen. Und. Ja, unsere Pflicht, dass die Weiber nackig sind.
Oh Mann. Nehmt euch kein Vorbild an uns. Ja, das ist. Das Verhüllen der weiblichen Körper ist verboten. Alter, hab ich viel Salat. Salat. Ich hab so viel Salat. Ja, ich bin schon leise, keine Sorge. Müsste ich mich hier gerade nicht vor. Groß und hart. Keine Sorge, ich schäme mich dafür. Schrecklich. Einfach nur schrecklich. Lüg doch nicht, du stehst doch drauf. Nicht mal ansatzweise. Ich lieg drauf. Das ist ein riesiger Bär. Das ist ein Bär. Gottes Willen. Das ist kein Bär, das ist ein Bison. Keine Ahnung, wie das ist. Das ist ein fucking Bison. Ich auch nicht. Oder was ist ein Jagd? Bison? Weiß gar nicht, was der Unterschied ist. Was zwischen Bier und ein Bison, genau. Oh. Ja, ein Bier und Bison. Bison und Jack. Juck. I'm roasting out here. I'm roasting out here. Shit, jetzt habe ich keinen Thumbnail für diese Folge. Ein Thumbnail. Ein Thumbnail. Cool, ich brauche keine Steine mehr. Yes, 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 yes. A bit annoying. Oh, ich hatte so einen Albtraum, ey. Oh, okay. Ja, das ist nicht so schön. Ich hoffe, das ging wieder gut, dein Albtraum. Oh, ich hatte einen Albtraum, dass ich Bären sammeln war und dann plötzlich war da ein Bär. Ja. Komm mal her, unsere Hexe. Ich hab was für dich. Ich hab ein kleines Geschenk für dich. Ja, warte, ich muss kurz die ganzen Sachen hier reintun. Ey, Hexe! Ey, Puppe! Was? Danke. Bitte. Ja, schon. So. So, ja, stellt euch davor. Genau. Und einmal umdrehen für die Rucksäcke. Nova, jetzt hauen! Perfekt! Wuhu! YouTube, danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss!